Friede sei mit dem, der der Rechtleitung folgt. Wie soll man mit Menschen unserer Zeit über den Islam diskutieren und ihnen die Wahrheit dieses Glaubens nahebringen, wenn sie nicht die arabische Sprache beherrschen und somit das sprachliche Wunder des Koran nicht wahrnehmen können? Müssen sie die arabische Sprache zuerst erlernen und deren verschiedene Wissenschaftszweige beherrschen? Oder aber hat Gott sich ihnen und allen anderen Generationen erbarmt, indem er genug andere Beweise für die Wahrheit dieser Religion geschaffen hat, die auch die nicht-arabisch sprechenden Menschen verstehen? In diesem Abschnitt sind wir mit Professor Palmer zusammen. Professor Palmer ist einer der bekanntesten Geologen in den USA. Unsere Bekanntschaft fing folgendermaßen an. Wir sagten ihm, dass der Koran den tiefstgelegenen Ort der Erde erwähnt und dass er klarstellt, dass dieser sich in der Nähe von Jerusalem befindet, wo zu Lebzeiten des Propheten eine Schlacht zwischen den Römern und den Persern stattfand. Im Koran heißt es, Alif Lam Mim, besiegt wurden die Römer in dem tiefstgelegenen Teil der Erde, doch sie werden nach ihrer Niederlage siegen. Das arabische Wort Adna, welches hier mit dem Wort tiefstgelegen übersetzt worden ist, hat zwei verschiedene Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist im Sinne von nahest gelegen und die andere ist die im Sinne von tiefstgelegen. Die Koran-Kommentatoren waren der Meinung gewesen, dass in diesem Vers nahest gelegen gemeint ist, das heißt am nächsten zur arabischen Halbinsel. Die zweite Bedeutung ist jedoch auch vom Koran beabsichtigt und so werden durch ein Wort im Heiligen Koran mehrere Dinge ausgedrückt. Als wir nach dem tiefstgelegenen Ort der Erde suchten, fanden wir, dass es derselbe Ort ist wie der, an dem die Schlacht stattgefunden hat. Als wir dies Professor Palmer sagten, sagte er, nein, nein, es gibt viele Orte, die noch tiefer gelegen sind als dieser. Und er fing an, uns Orte in Europa und in Amerika aufzuzählen. Da sagten wir ihm, aber lieber Doktor, wir haben dies nachgeprüft. Er hatte ein Modell der Erdkugel bei sich, welches die Höhen und Tiefen auf der Erde plastisch darstellte. Er sagte, gut, die Sache ist einfach. Hier ist ein Modell der Erde, welches uns den tiefstgelegenen Ort anzeigt. Er begann damit, die Kugel zu drehen und richtete seinen Blick auf die erwähnte Region in der Nähe von Jerusalem. Da sah er einen Pfeil aus dem Modell herausstechen, auf dem geschrieben stand, dies ist der tiefstgelegene Ort auf der Erde. Daraufhin änderte er schnell seine Meinung und sagte, ja, das ist eine richtige Aussage. Dies sagt in der Tat aus, dass dies der tiefste Punkt der Erde ist. Er liegt in der Nähe des Toten Meeres. Professor Palmer war erstaunt, als er sah, wie der Koran die Vergangenheit beschreibt, wie die Schöpfung der Erde und des Himmels entstanden sind, wie das Wasser aus dem Inneren der Erde heraustrat, wie die Berge festgemacht wurden, wie die Pflanzen hervorgekommen sind, wie all diese Ereignisse stattgefunden haben und wie er die heutige Erdoberfläche, die Berge und Phänomene auf der heutigen Erde beschreibt und wie er beschreibt, wie Veränderungen im Laufe der Zeit auf der Erde vor sich gehen, wie zum Beispiel bei der arabischen Halbinsel. Er sagte, dieses Buch ist wirklich merkwürdig. Es beschreibt uns die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Er war wie andere Wissenschaftler auch am Anfang unentschlossen. Später jedoch sagten sie offen, wovon sie überzeugt sind.
Er stellte seine Forschungsergebnisse über die wissenschaftlichen Wunder in Bezug auf die Geologie in Kairo vor, wo er sagte: Ich weiß nicht, wie das Bildungsniveau der Menschheit zur Zeit Mohammeds gewesen ist. Und ich weiß nicht, auf welchem Niveau deren wissenschaftlichen Erkenntnisse waren. Wenn es so war, wie wir es von früher her kennen, nämlich dass das wissenschaftliche Niveau bescheiden war und es keine besonderen experimentellen Möglichkeiten gab, dann besteht kein Zweifel daran, dass dieses Wissen, das Sie im Koran lesen können, von göttlichem Licht herrührt, welches Mohammed geoffenbart wurde. فلا شك أن هذا العلم الذي نقرأه الآن في القرآن هو نور من العلم الإلهي قد أوحي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. Er schloss seinen Vortrag mit folgenden Worten ab. ينهي بحثه بهذا التصريح. Ich habe die Geschichte des früheren Nahen Ostens untersucht und keine Dokumente gefunden, die auf eine ernsthafte wissenschaftliche Betätigung hindeuten, welche solche Ergebnisse, wie Mohammed sie bringt, hervorbringen könnte. Um solche Ergebnisse zu bekommen, müsste man erheblichen wissenschaftlichen Aufwand betreiben, welcher dokumentiert sein müsste. Diese Tatsache erhärtet die Überzeugung, dass Gott eine geringe Menge seines Allwissens Mohammed geoffenbart hat. Er scheut sich nicht davor, die Wahrheit zu bekennen und klarzustellen. Er braucht jedoch nur jemanden, der ihm die Wahrheit vor Augen führt. Die Menschen aus West und Ost durchlebten einen Kampf zwischen Religion und Wissenschaft. Dies ist auch kein Wunder, denn alle Religionen außer dem Islam sind verfälscht worden. Und aus diesem Grund hat Gott Mohammed mit der Religion des Islam entsandt, um diese Veränderungen und Verfälschungen richtigzustellen. Man wird jedoch folgende Frage stellen: Wie jedoch sollen diese Menschen von uns etwas annehmen, wo wir doch materiell rückständig und weit entfernt von der richtigen Umsetzung unserer Religion sind? Ich antwortete darauf: Die Wissenschaft öffnet den Wissenschaftlern die Augen. Diese achten auf Tatsachen und nicht auf Äußerlichkeiten. Das Guthaben des Islam ist gerade das Wissen und der wissenschaftliche Fortschritt. Die Wissenschaft beugt ihr Haupt vor dem Koran und vor den Aussprüchen des Propheten Mohammed. Außerdem findet die Natur des Menschen, so wie Gott ihn geschaffen hat, nur ihre innere Ruhe und ihren inneren Frieden im Glauben. Die Menschen befinden sich ohne Glauben in einem Zustand der innerlichen Unruhe, Unzufriedenheit und Ziellosigkeit. Die Freiheit, die die Menschen heute haben, hilft ihren Wissenschaftlern, das zu sagen, was sie wirklich glauben. Sie zögern nicht und haben keine Angst, ihre Meinung offen kundzutun. Bismillahirrahmanirrahim. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.